Jo Leute, ich bin's wieder, euer DJ Dream und ich heiße es jetzt kommen in War Thunder. Ich gehe jetzt eine Runde fliegen mit den Deutschen. Vor allem bin ich in der Hoffnung, dieses brachiale Monster auszufliegen. Mal sehen, ob es dazu kommt. Ist halt eine recht schwierige Angelegenheit. Ich habe jetzt zum Glück stärkere Bomben. Das heißt, ich kann die ganz, ganz dicken Dinger auspacken hier, die Tausender. Ich mache hier noch die 1800er da unten dran. Ist noch viel besser. So. Und auf in die Schlacht. Müsste eigentlich sehr schnell losgehen, weil es sind halt entsprechend schon viele Leute da. Wir stehen wieder fast kurz vor der 100.000. Gleichzeitig on. Obwohl, das bezweifle ich, dass das wirklich die... Ich würde mal eher sagen, es sind... gleichzeitig on. Blöde Aussage, ne? Ich tippe eher darauf, dass es mehrere Millionen sind, aber... Ja, gucken wir mal, ne? Gucken wir mal. Keine Ahnung. Also ich kann es mir einfach nicht vorstellen, dass nur 85.000 in Deutschland online sind in War Thunder. Ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Gerade in der jetzigen Zeit, Leute, kann ich mir nicht vorstellen, dass nur so wenige online sind. Also, das muss schon irgendwie, vielleicht grenzt das irgendwie in gewissen Bereich ein oder so. Ich kann es echt nicht sagen. Ich kann es mir einfach jetzt nicht vorstellen, ne? Und wenn das für Europa gilt, dann muss ich sagen, hä, hallo, für Europa, 85.000, sind aber recht wenige. So, damit geht's los, wir sind auf Modstock. Hieß das nicht früher hier Kaukasus? Na gut, jetzt heißt es Modstock, ach, ist mir egal. Die ändern ja ständig die Namen, Leute, also daher. Ja gut, gehen wir auf Zonen oder gehen wir auf Bodenziele? Ehrlich, ich habe keine Ahnung. Den Namen auszusprechen, oh. Das werde ich nie in Betracht ziehen. Das ist ja eine Katastrophe. So. Dann wollen wir mal sehen. Ja, wir sprechen sogar ab nach links und holen uns die Zone, weil es dazu kommen sollte. Innerlich ein bisschen zweifelig dran. Auch wenn ich jetzt auf 3,7 hoch bin. Also ich werde ja schon ziemlich hoch gespawnt mit dem Monster hier. Aber ehrlich. Ich habe das oft genug erlebt, da sehr oft genug erlebt, dass ich kurz vor Ziel war und abgeschossen worden bin und ja, ist halt schwierig mit so einem brachialen Monster. Das letzte Mal, als ich so ein Monster geflogen bin, das war die B-29 von den Amis. Also, naja, aber noch ist niemand auf meiner Richtung. Bis auf Peschke und Todes, die aber tief absinken. Wunderbar. Die Windpartei zieht aber nach oben. Aber, also nicht, dass ich jetzt keinen Respekt vor PlayStation Spieler habe. Na, ihr seht das Sternchen da vor den Namen, das sind PlayStation Spieler. Aber ich denke mir nicht, dass der jetzt mir gefährlich werden kann. Ich betone es, kann. Aber er könnte doch sich entscheiden. Hey, guck mal, da ist ein fettes Monster. Warum hole ich das nicht von dir? Ich weiß jetzt nicht, wie viel diese Zonen hier brauchen. Ich schmeiß einfach mal alles ab, was ich habe und dann gucken wir mal, was draus wird. Ja. So, alles klar. Ja, die F6, die F6 wird nicht. Glaube ich nicht. Also ich weiß noch nicht. Irgendwer wird mich bestimmt abschließen. Und das ist eine B-109. Die Bombe ist meine nicht eingeschlagen oder was hier? Ja, will ich dir auch geraten haben, mein Freund. Ich komm, waren das jetzt? 3,2 Tonnen. Nicht schlecht. Zeitlich reicht das nur für das da? Ich glaube nicht. Ah, nee, das reicht nicht. Außer ich werde jetzt hier... Das ist jetzt aber auch nur ein Versuch. Ich wette, die kommen da unten nicht an, die Dinger. Also die kommen schon an, aber nicht da auf dem Ziel. Das ist spannend. Der Kollege wird sich freuen mit seiner kleinen SPD. Seine Modelle. Okay.
dachte, ja, nee, das war mir zu selbst. Verstand oder Sinn oder so. Boah, das fühlt sich schon krass, wie das rumzieht. Schon heftig. Fühlt sich auch so ein bisschen so, soll ich sagen, schwierig an. Ah, ich wusste es. Da ist schon der erste, ich dachte doch, eine BF-109 wird mich holen. Sehen, ob ich den Brandschaden verringern kann. Komm schon. Ja, die Struktur hält das nicht mehr lange. Komm schon. Was? Jetzt brennt schon die zweite Scheiße. Das war's. Der Holm bricht mir gleich. Abdichten nochmal. Sehr schön. Er hat abgedichtet. Oh fuck. Die HI 100. Der wird sich freuen, wenn er mich erwischt. Komm schon, geh wieder an, Motor. Sei lieb, sei brav. Tu, was man dir sagt. Au. Halt durch, bitte. Ich bin jetzt übel dran. Beiden Abwurf kommen jetzt. Komm schon, zieh durch. Wir brennen. Alter! Ein Motor geht noch. Ja. Was mach ich jetzt? Ich bin der Gearschte. Die Maschine wird nicht mehr lang machen. Der letzte Motor läuft auch schon langsam halt. Also zum Flugplatzen wird es nicht mehr werden. Ich will dem Kerl aber auch nicht die Genugtuung geben, mich abgeschossen zu haben. Vielleicht krieg ich die Babys nochmal an. In der Vergangenheit hat das ja immer mal geklappt. Und? Nee. Und unser Flughafen wird gebombt? Nee, das ist unser Flughafen. Weiter woanders. Oh Mann. Soll ich diese fette Brücke zum Flughafen schaffen? Nee, das klappt nicht. Ich schmeiß meine Bombe jetzt nochmal wo ab. Ich werde diesen Osten nicht mehr landen können. Aber wenigstens kann ich meine Bombe vielleicht noch auf ein paar Bodenziele abschmeißen. Ja. Aber gut, hat bis jetzt ganz gut geklappt. Wenn er vorne noch am Leben ist. Schade. Ich muss jetzt nicht mit dem Gunner hier an der Seite das dominieren. Ein paar Kills zu holen. Komm schon, ihr Säcke. Holt mich. Bekämpft mich. Ja, komm her, komm. Lecker, schmecker. Oh, schade. Oh, ein F2. Oh, der freut sich jetzt mit seinem Billigteil und ist natürlich tot. Mit dem wäre das natürlich ein Berserker, glaube ich. Naja gut. Dann geht's mal auf in die Schlacht. Richtig fliegen. Richtiges Kämpfen, wie wir es kennen. Aber erstmal hole ich mir diesen Dödel da. Der noch lebt. Der ist schon tot. Schade.
so viele Zonen geholt. So viele. Ich bin fast Platz 1. Aber ich wäre gern nicht Platz 1. Schämst du dich nicht, mein Freund? Ui! Na gut. Böse kleine Jack. So. Keine Bomben, bitte. Ohne Bomben rein. Oh, ich bin Platz 1, ich bin Platz 1. Ich muss den Schnitt halten, bis es zu Ende ist. Gar nicht mal so einfach. Diese Bomber sind schon manchmal aktiv, die BV ist aktiv. Das ist was Gutes. Oh. Okay, schade. Ich war Platz 1. Oh Mist. Aber gut, dann ist es halt so. Dann ist es halt leider so. Aber holla die Waldfee, ich habe ganz schön viel Zeug rausgeholt. Also jetzt mal ehrlich. Ja. Ja, also das Ding ist wirklich nicht schlecht. Das fliegt sich sehr schwierig. Habt ihr ja gesehen, und ansonsten, das Ding macht richtig Spaß. Natürlich in realistisch, das Ding natürlich super geil. Wenn man zum Ziel kommt, andere Geschichte. Aber wenn man zum Ziel kommt, dann holst du ja natürlich eine Menge Kohle raus und so weiter. Apropos Kohle, wie viel ist denn jetzt rumgegangen? Ja, es geht. Es geht. Ein bisschen mehr gehofft, aber es geht. Ein bisschen, es geht. Ja. Ganze, ja, mal gucken, wie weit bin ich jetzt eigentlich mit dem neuen? Ja, in ein paar Tagen kann ich euch das Ding auch vorstellen. Schaut mal einer an. Ja, morgen. Morgen gibt es wieder Panzer-Action mit den Schweden. Ich habe nämlich neuen Panzer freigeschaltet. Und, morgen gibt es auch wieder, Öffnen von zwei Kisten. Ich habe mir das jetzt halt so gedacht, das mache ich jetzt jeden Freitag. Jeden Freitag, werden Kisten geöffnet. Vor der Schlacht, also nicht nach der Schlacht, sondern vor der Schlacht, ne? Zwei Kisten, besser gesagt, entweder stelle ich euch neues Fahrzeug vor oder ich mache einfach, ne, gleich Öffnung der Kisten und dann neues Fahrzeug oder keine Ahnung, wie es halt gerade läuft, ne? Ich kann das ja nicht so, ich kann das schon ein bisschen beeinflussen, aber ich sag's mal so, just for fun, aber auf jeden Fall, jeden Freitag wird jetzt werden immer zwei Kisten, also hier diese Tombola-Kisten, sage ich schon dazu, werden die geöffnet und dann, ja, ne? Dann gucken wir mal, was Schönes drin ist. Vielleicht irgendwas Nützliches, irgendwas, was ich gut verkaufen kann oder ein Skin, den ich verwenden kann. Am liebsten für ein Flugzeug, ist mir ganz lieb, aber auch für Panzer nehme ich gerne mal an. Bei Schiffen ist er ja sowieso geringfügiger Natur und ja, dann schauen wir mal. Gut, Leute, dann, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es das hat, ihr kennt den Text. Lasst ein Like da, lasst ein Kommi da, lasst ein Abo da. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt einen wunderschönen Zockertag noch. Und ja, man sieht sich, Leute. Bis dann. Ciao.